In diesem Video zeige ich, was du tun kannst, wenn du deine TAN-Liste verloren hast. Diese Schritte gelten auch, wenn du alle TANs verbraucht hast oder die ersten beiden TANs aus den Unterlagen des Immatrikulationsamtes versehentlich für andere Zwecke benutzt hast. Am einfachsten ist die Anforderung einer neuen TAN-Liste über die Löwen-App. Dafür brauchst du deinen Studierendenausweis und die installierte Löwen-App auf deinem Smartphone. Öffne die App und melde dich mit deinem Fünfsteller und Passwort an. Geh nun auf Studium und anschließend auf TAN-Block. Gib hier die Kartenseriennummer deines Studierendenausweises ein. Wenn dein Smartphone NFC, Near Field Communication, besitzt, kann die Kartenseriennummer auch automatisch eingelesen werden. Gehe dafür in die Einstellungen deines Gerätes und aktiviere NFC. Kehre dann zurück in die Löwen-App. Nun kannst du deinen Ausweis an die Rückseite des Smartphones halten. Nach kurzer Zeit erscheint die Seriennummer im Feld. Wähle im Anschluss TANs anfordern. Diese Möglichkeit der TAN-Anforderung ist nur einmal pro Woche möglich. Als zweite Möglichkeit kannst du dich an das Studierenden-Service-Center wenden. Schreibe einfach eine Mail an ssc@uni-halle.de oder besuche die Infothek im Löwengebäude. In beiden Fällen erhältst du im Anschluss eine E-Mail an deine studentische E-Mail-Adresse. Es wurden zwei neue TANs erstellt. Die erste TAN ist dein Geburtsdatum vorwärts in der Form Tag, Monat, Jahr. Die zweite TAN ist dein Geburtsdatum rückwärts in der Form Jahr, Monat, Tag. Um mit diesen beiden TANs eine neue TAN-Liste zu erstellen, klicke im Löwenportal in der Menüleiste am linken Rand auf TAN-Verwaltung. In diesem Beispiel ist das Geburtsdatum der 8. August 2000. Gib in das Feld TAN zum Erzeugen deine Geburtstagstan vorwärts ein. Klicke nun auf TAN-Liste erzeugen. Klicke danach auf den Link Download TAN-Liste, um das PDF zu öffnen. Speichere das PDF-Dokument auf deinem Computer oder drucke es aus. Gib nun deine Geburtstagstan rückwärts in das Feld TAN zum Freischalten und in das Feld TAN eine beliebige TAN der neu erzeugten TAN-Liste aus dem PDF-Dokument ein. Klicke danach auf Freischalten. Jetzt sind die restlichen TANs der neu erzeugten TAN-Liste aktiviert und können wie gewohnt verwendet werden. Bei Fragen und Problemen kannst du dich ebenfalls an das Studierenden-Service-Center wenden. Vielen Dank fürs Zuschauen.